Der Nachrichtenfluss ist stark. Am Mittwoch, den 15. Juli, bleiben Sie dran, denn mit dem Wirtschaftskalender werden Sie mehr erfahren. Ich bin Monika Gibson. Um 8.30 Uhr wird der bedeutende britische Arbeitsmarktbericht für Juni veröffentlicht. Die Arbeitslosenquote sah keine Veränderungen im Mai und befindet sich immer noch auf dem niedrigsten Stand seit fast 7 Jahren. Die Schweizer SEF-Konjunkturerwartungen für Juli werden um 9 veröffentlicht. Der Index stieg im Juni und das ist das erste Mal in 9 Monaten, dass dieser in den positiven Bereich tritt. Der US-Erzeugerpreisindex für Juni folgt um 12.30 Uhr GMT. Die Erzeugerpreise erholten sich im Mai und kehrten somit einen 4%igen Rückgang vor einem Monat wieder um. Die Umfänge kanadischer Fertigungen für Sendungen werden zur gleichen Zeit publiziert. Der Herstellungsumsatz sank im April, angetrieben durch Umsatzrückgänge in der Nahrung, in den Luft- und Raumfahrtprodukten und im Benzin. Die Umfänge kanadischer Verkäufe bestehender Häuser für den Monat Juni werden um 1 Uhr bekannt gegeben. Der Umsatz ist in den letzten 4 Monaten gestiegen und steht jetzt auf dem höchsten Stand seit mehr als 5 Jahren. Die Vorsitzende der Fed, Janet Yellen, wird um 2 Uhr eine detaillierte Rede halten. Vor dem House Financial Services Committee in Washington D.C. wird sie über den halbjährigen geldpolitischen Bericht sprechen. Die Bank von Kanada wird dessen mit Spannung erwarteten geldpolitischen Bericht zur gleichen Zeit lösen. Man rechnet mit einer Zinssenkung, weil die kanadische Wirtschaft immer noch Schwäche zeigt. Das Bash-Book der Fed wird um 6 publiziert. Diese Publikation bietet einen Einblick hinter die Entscheidungsfindungen der Fed und hebt Aktuelles aus der US-Wirtschaft hervor. Der neuseeländische Herstellungsindex für Juni folgt um 9:30. Der Index verlor 0,3 Punkte im Mai und das ist der 3. rückläufige Monat in Folge. Der neuseeländische CPI für das 2. Quartal wird um 22:45 veröffentlicht und wird von großer Bedeutung für alle Kiwi-Dollar-Händler sein. Während der vergangenen 2 Quartale hatte Neuseeland eine quartale Deflation fixiert. Die wesentliche Schuld kommt dem starken Rückgang der Benzinpreise zu. Und um 1 Uhr werden die australischen Konsuminflationserwartungen für den Monat Juli veröffentlicht. Die erwartete jährliche Inflationsrate sank im Juni unter den Wert von 3,6%. Das waren die wichtigsten Pressemitteilungen für Mittwoch, den 15. Juli. Schalten Sie morgen wieder ein. Alles Gute und bis bald.